Seit ihrer Gründung 2004 unterstützt die Union Hilfswerk Förderstiftung die Mobilität von Menschen mit Behinderung und die Auseinandersetzung mit dem Lebensende, dem Sterben, dem Tod, der Trauer. Sie fördert die Altershospizarbeit, damit alte Menschen bis zuletzt in Würde leben und auch sterben können. Sie sollen umsorgt sein, ob zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung. Hallo liebe Freunde und liebe Unterstützenden, ich freue mich hier heute für die Union Hilfswerk Förderstiftung zu stehen, die ihr 20-jähriges Jubiläum feiert und sich dafür eine ganz, wie ich finde, wunderbare und wertvolle Aktion überlegt hat und die heißt nämlich 20 letzte Herzenswünsche. Unter dem Motto 20 Jahre Förderstiftung, 20 letzte Herzenswünsche, möchte die Stiftung Menschen in ihren letzten Lebensphasen einen ganz besonderen Wunsch erfüllen. Sei es etwa durch eine Reise oder durch eine Begegnung mit einem besonderen Menschen oder einen lang gehegten Herzenswunsch endlich erfüllt zu bekommen. Es gibt kaum etwas Wertvolleres, als Menschen in ihrer letzten Lebensphase zur Seite zu stehen, für sie da zu sein, ihre Wünsche zu erfüllen. Deshalb bin ich sehr gerne Botschafter der Spendenkampagne der Union Hilfswerk Förderstiftung. Sie möchte älteren Berlinerinnen und Berlinern, die oft viel für uns und unsere Gesellschaft geleistet haben, etwas zurückgeben. Und das Schöne daran, Sie alle können mit einer Spende mithelfen, die letzten Wünsche älterer Menschen zu erfüllen und auf diese Weise dazu beitragen, dass Menschen in unserer Mitte bis zum Lebensende Empathie, Wertschätzung und Respekt vor ihrer Lebensleistung erfahren. Ich als ausgebildete Pflegekraft wurde schon oft mit dem Thema Leben und Tod und dem Übergang dazwischen konfrontiert und weiß, wie wichtig es ist, Menschen in dieser Zeit zu begleiten und ihnen Hoffnung zu schenken. Jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwo Träume oder Wünsche, die er im Laufe seines Lebens erfüllen möchte. Aber für manche Menschen, gerade in den letzten Lebensphasen, sind diese Träume und Wünsche fast unerreichbar. Doch das muss nicht so sein. Zusammen können wir auch einen Unterschied machen. Helga Simsch, eine beeindruckende Dame von 94 Jahren, die ihre Tage im Pflegewohnheim am Plenterwald verbringt, ist unser erster Herzenswunsch. Helgas Geschichte ist eine von vielen, die unser Herz berühren. Doch ihr Herzenswunsch sticht besonders hervor. Mein Herzenswunsch ist, muss ich ehrlich sagen, noch einmal nach Kosovo zu fahren. Denn ich habe da 15 Jahre bin ich jedes Jahr nach Kosovo gefahren. Und das möchte ich jetzt wiederholen. Und da mir das Angebot ist, hoffe ich, dass das auch in Erfüllung geht und ich das noch schaffe und nicht vorher krank bin. Ihr Wunsch, diesen besonderen Ort nochmals zu erleben, steht kurz vor der Erfüllung. Dank der Großzügigkeit von Menschen wie Ihnen. Durch Ihre Spenden ermöglichen wir Helga und vielen anderen an ihrem Lebensabend Momente des Glücks und der Zufriedenheit. Wir sehen jetzt schon, welche Auswirkungen diese Kampagne hat und das vor allem durch Ihre Spende und durch Ihre Hilfe. Und dafür möchte ich Ihnen nochmal persönlich danken. Ihr könnt Teil von 20 letzte Herzenswünsche werden. Jeder von euch kann einen Beitrag leisten, ob eine kleine oder große Summe. Ihr könnt damit viel verändern. Also seid doch dabei.